Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und der Schrecken mit Agony geht weiter. Wir sind wieder in der Hölle. Ich habe hier nochmal unsere Seele geopfert oder ein Teil der Seele hier, die Fähigkeit, dass wir jetzt hier schwache Angriffe überstehen, überleben. Weil Schleichen bringt ja kaum was, finde ich. Und mit dem Atem anhalten habe ich ja auch noch nicht viel gemacht. Und hier können wir wohl nichts machen, wir haben ja von der Göttin ja was gekriegt. Also das wird dann wohl über die Story hier passieren. So, wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in diesem scheiß Eislabyrinth. Und immer noch auf der Suche nach Körperteilen. Und in der Zwischensequenz. Was ist denn jetzt? Nette Idee. Oh, ich sehe einen Safe Point. Okay, dann einfach hier runter. Die Brücke des geschmolzenen Feuers. Körperteile, wo seid ihr? Müssen wir es auch mal gucken? Nee. Was ist das denn bitte? Künstler. One more. A hiding place. Need to find another hiding place. Hide yourself. Don't go that way. If I were you, I wouldn't go that way. Don't go down that road. You'll disappear. You'll disappear in the fire. Frozen to death. Only an echo will remain. Go. If you want, maybe you'll manage it. And if not, only an echo will remain. Of course I know you, but you don't remember anything. Be glad. It was you who started this madness. It's a good thing you did. No, I won't say anything more. I won't do it to you. I've seen them in the purest form. You won't be able to resist them. It was she who taught them everything. Being with a succube, you may notice goddess taste. That's what they say. You can't resist them. Close your eyes, go to sleep. They drive your soul further away from God. Leave them alone.
Wir müssen jetzt zur Eiswüste. Wo wird das sein? Hier liegt noch eine Statue. Nein, aufheben. So. Jetzt hat die aufgepasst. Da. Also ein Weg, den ich nicht verstanden habe. Bei den Toten ist mein Haus und in der Finsternis ist mein Bett gemacht, die Verwesung. Ich heiße meinem Vater. Er achtet auf den Hoffen. Komischer Job. Do you still remember how your forgotten empire looks like? I have shown you a vision once. We decorated it with a frame. You have to find it. It will be so touching for both of us. Erstmal. Ach, hab ich übersehen. Nee, vielleicht ist was in so. Ach, scheiße. Wir kommen da nicht durch.
hebt er mich einfach hoch. Da kommt eine Kacks-Bildsequenz. Der hält mich nie im Leben so langsam, wie er ist. Hätte er mich nie gekriegt. Na, reinschubsen kann ich ihn bestimmt nicht. Wie damals hier ziemlich am Anfang, wo wir das erste Monster da gesehen haben. Das konnte man auch runterschubsen. Jetzt haben wir ihn wahrscheinlich hinter uns. Wir hätten laufen sollen. Soll ich das noch kommentieren? Ich bin eine Seele und er greift einfach mich? Seit wann können denn Tentakelviecher können mich doch greifen bisher? Das Riesenvieh kann mich packen. Boah, also so langsam bin ich echt froh, wenn ich das Spiel durch habe. Oder man sollte vielleicht nicht so viel von diesem Spiel an einen Tag spielen. Nicht länger als eine halbe Stunde oder so. Jetzt geht er durch. Das war zu kurz, nein. Ja, ich habe schon wieder versagt. So jemand das Tier anbetet, der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der lauter einschenkt. Ist in sein Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel. Ja, los, durch da. Es gibt immer einen größeren Fisch. Episode 1. Es gibt immer einen größeren Fisch. Das ist sogar die Errungenschaft. Tja, Pissnäcke. Haha.
Die Finger bewegen sich. Jetzt glitsche ich hier irgendwie durch die Wände. Och, ey. Kann sich das Spiel mal entscheiden? Körper nicht mehr verlassen. Ich will nur wissen, wo ich lang soll. Dreht's und wird zurück. Es will mich verarschen, das Spiel. Gut, dann verlassen wir noch unseren Körper. Spaß. Wir wollen da raus. Ja, wo ist der große Dämon? Ich muss mir die Wände kaputt hauen da. Was? Der kommt hinterher? Willst du mich verarschen? Ich dachte, der kommt nicht da rein. Boah, ich dachte, der kommt hier nicht rein. Boah, jetzt sag ich hier nicht Geheimkammer. Oh, das ist eine Geheimkammer. Geheimkammer interessiert mich im Furz. Geheimkammer mit Text. Das unter den Füßen brechende Eis enthüllt die Überreste der Leichen. Millionen solcher wie ich haben es versucht. Sie haben mit Furcht gekämpft und glaubten doch, dass es noch nicht zu spät ist. Sie glaubten immer noch, dass sie hier Schicksal verändern können. Wieso bewegen wir uns weiterhin in Richtung Auslöschung?
Indem wir Unmögliches versuchen, werden die Berge unserer Leichen eine Treppe für uns in auserwählten Formen? Ist dies der einzige Weg? Ich verliere die Kontrolle über meinen eigenen Körper. Die Visionen verdecken die Realität und bewirken, dass ich meinen eigenen Körper nicht mehr wiedererkenne. Ich vergesse dabei nicht, wer ich bin, wer mein Vater war. Die Welt beugte sich vor seinem Ruhm. So wird sie auch von mir tun. So. Toll, eine Statue. Also langsam können sich ihre Statuen hinter den Ohren reiben oder was auch immer. Scheiße, ist eine Geheimkammer. Ja, ich höre schon, wer auf uns wartet. Geht's hier irgendwo anders raus? Es soll ein Scherz sein. Ey Jungs, das habt ihr euch echt gut ausgedacht. Echt. So, jetzt sind wir nämlich gleich da wieder, wo ich vorher auch nicht weiter weiß. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Wir zurück. Ja. Komm dir entgegen, warte. Hat er mich eigentlich nicht. She's never really the same. For each one, she looks different. Ah ja. Na komm, da ist auch bestimmt eine Fackel drin. Kann ich mich jetzt nicht bewegen? Soll ich mich hier nicht bewegen können? Lösen wir dieselbe Scheiße nochmal aus. Kommt es mir echt gerade so vor, oder ist das hier richtig verbuggt? Ich muss den ganzen Kletterscheiß wieder machen. Ruhig bleiben, Heinrich. Ruhig bleiben.
Ja, Katze, du sagst es. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört, aber... Die Katze braucht stark Aufmerksamkeit, ne? Plüschiges Tier, du. Was hast du gesagt? Och nee. Wir gehen diesmal da lang. Da geht's bestimmt weiter. Och, warum bin ich da vorhin nicht durchgegangen? Oh, Katze, danke. Warum bin ich da nicht durchgegangen? Oh, warum bin ich da nicht durchgegangen? Letzte Nacht hatte ich erneut eine unklare Vision. Die Göttin zeigte mir die ins Chaos gestürzte Stadt. Ich sah die brennenden Seelen aller Märtyrer, die bei den Arbeiten zu Ehren von Inanna umkamen. Werde ich wirklich dieses nach meiner Rückkehr antreffen? Wieso hat die Mutter den Menschen erlaubt, sich von der Göttin abzuwenden? Allerhöchste Zeit, zurück auf den Thron zu gelangen, ja. Oh, warum bin ich hier nicht lang gegangen vorhin? So you got this far, my brave hero. Maybe you have a chance after all. Join us. We don't bite. Well, maybe sometimes. I see you've learned a lot since our last meeting. Watching you grow gives me so much joy. I appreciate every soul that you've destroyed in order to find me. That's why I think the time has come for you to confront your own past. With hundreds of lost souls who were engulfed in the infinite fire of sacred agony. Overcome this insanity. There's a long and difficult road ahead of you, but why shouldn't you be the first who reaches my cathedral? Right? It's there you'll find your desired freedom. Let light and ash show you the way. Let's meet there. Be the first one to achieve it. Wie praktisch. Finde den Weg zum Tempel Ishada. Jetzt sind wir... Oh nee, nicht schon wieder so ein Rätsel. Das sieht genauso aus wie diese eine Kackstelle, wo immer das eine Vieh kam. Da habe ich doch jetzt schon keinen Bock mehr. They are so hot. I can feel the heat coming. Das ist nicht wahr. Warum spreche ich daneben? Och Mann, wer die Sünde tut, ist auch's dem Teufel. In der Teufel sündigt von Anfang an. Nee, auch komm, ach Gott sei Dank. Ey, wie, ich muss mir jetzt den Quatsch jetzt nochmal anhören. Komme ich da jetzt gar nicht mehr hin? Achso, ich musste weitergehen. Okay. Aber... Also... Nochmal... Wir gehen diesen Baumstamm lang, den ich nicht weiter einsehen kann.
Neues. Und Spinnen. Die Feuergeister, die einen jagen. Nein, und ich laufe hin. Oh Mann! Maybe they were right. You're just a toy. Mann, oh Mann. Es scheint mir schon wieder so eine Stelle zu sein, an der ich schon wieder 50 Versuche brauche. Gehen wir da wieder weg. Gehen wir wieder hin. Licht hat sich geändert. Die Tür ist noch zu. Jetzt geht's auch. Ja, jetzt brennen wir wieder. Aua, aua. Ich spinne. Ach, hau ab. Scheiße, ich muss abbiegen. Ach, leck mich doch am Sack. Wie hätte ich denn da bitte ausweichen sollen? Jetzt auf die Idee, dass ich, wenn ich mit dem Vieh sterbe, dass ich da die Seele verliere. Ich hätte einfach die Zeit abwarten können. Ich glaube, ich muss langsam Schluss machen. Ey. Oh. Aber wir müssen diesen Safe Point noch erreichen. Ja, wir sind da hier. Heißt es echt, dass ich dadurch den ganzen Feuerkram nochmal muss? Löst sich. Erstmal muss man ein bisschen nach rechts laufen, dann löst sich das auf. Ja, ich muss den ganzen Feuerscheiß nochmal machen. Gut, ich mache dann hier einen Break bis zum Safe Point, den wir gesehen haben, an den ich quasi vorbeilaufen musste mit dem Dämon. Und danach geht's weiter. So, und danach mach aber vor. Ich brauche erstmal, wenn ich das jetzt hier hinter mir habe, erstmal ein Bier. Aber deftig.
Vielleicht nur sogar zwei. Ich weiß es noch nicht, aber... Boah, es frustet mich, das Spiel, so ein bisschen. Es frustet mich. Gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.